Vanessa und Ina und wir sind verlobt. Und heute drehen wir einen Vlog, aber es wird kein normaler Vlog werden, denn Bubu wird gequält von mir und sie darf sich dabei nicht beschweren. Die Lampe. Ich habe schon mir einige Sachen rausgesucht, die ich heute mit dir vorhabe. Und du darfst dich halt wirklich nicht beschweren. Und wenn du dich beschwerst, sei es ein Nein oder ein weiß ich was, dann darf ich als Strafe 5 Minuten alles mit dir in einem Video machen, was ich möchte. Alles. Toll! Ob ich jetzt pinke Farbe in meinen Kopf schütte oder ich weiß nicht. Irgendwas. Hast du denn pinke Farbe besorgt? Naja, fürs nächste Video würde ich das dann besorgen für die Rache. Schön! Ich freue mich riesig auf das Video und kann es kaum erwarten. Ich freue mich auch. Ich habe so coole Sachen rausgesucht, aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Nummer 1. Ich nehme mal kurz die Kamera ab. Und zwar die erste Sache, und du darfst dich wirklich nicht ärgern, okay? Egal wie doll ich dich provozieren werde, weil sonst hast du halt, naja, 5 Minuten, darf ich halt alles machen, was du möchtest. Genau, diese Einstellung will ich den ganzen Tag übersehen. Oh Gott, ich muss so lachen. Okay, Bubu. Die erste Sache. Nee, du musst schon ernst. Ich freue mich sehr. Die erste Sache, die ich machen werde, ist. Und zwar habe ich heute den ganzen Morgen schon an meinem Handy gesessen. Ja, ich weiß. Und habe mir. Ja, toll! Und habe mir eine Bestellung ausgesucht für 467 Euro. Das ist halt meine ganze Wunschliste bei Zalando gewesen, die ich mir halt irgendwie über die Tage irgendwie so oder Wochen ne, so gespart habe. Aber ich darf schon ein bisschen schockiert haben. Hast du gespart? Okay. Ja. Die ich mir halt so angesucht habe. Und die würde ich mir halt gerne bestellen, aber es wäre ja nicht komisch, wenn ich halt meinen Account nehmen würde. Also möchte ich bitte, dass ich das mit deinem Konto bezahlen kann. Wie süß du bist. Du machst mir Aufgaben und sagst noch, dafür kann... Bitte. Bin echt nett. Ja, und ich werde jetzt auf jeden Fall... Ich werde das jetzt mit deinem Konto bezahlen. Darf ich wenigstens mal gucken, was du so rausgesucht hast dir? Ja, darfst du. Würde ich gerne mal sehen. Bitteschön. Das, du bist ja mein Sugar-Mom heute und du bezahlst das. Oh, da ist was im Sale sogar. Ja, ich habe meine Wunschliste, genau. Cool. Oh. Eine Jacke? Ach ja, stimmt. Eine Jeansjacke. Auch cool. Gefällt mir nicht. Finde ich auch nicht so gut. Danke. Gefällt mir auch nicht. Danke. Das ist meine Bestellung. Ich werde es trotzdem machen. Freust du dich darüber oder ärgert dich das irgendwie? Nee, oder? Ärgert mich nicht. Nee? Ich freue mich sehr, wenn du glücklich bist. Okay. Also ich freue mich wirklich nur, ich finde manche Sachen echt. Ich werde jetzt also 467 Euro von deinem Konto abbuchen. Das ist dir total egal, ja? Ich freue mich. Wirklich? Mhm. Sicher? Ja, toll. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Geld auf dem Konto habe. Danke für deine Bestellung. Ich weiß wirklich nicht, ob ich so viel Geld auf dem Konto habe. So, als nächstes habe ich mir eine andere Aufgabe überlegt. Und zwar macht es Ida halt immer voll wahnsinnig, wenn halt so Sachen rumliegen. Das ist halt das Allerschlimmste für sie. Und deshalb habe ich mir jetzt was Gutes überlegt. So, Bubu. Ja. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Okay. Also, die nächste Aufgabe ist, dass du mit ins Internetzimmer kommst. Mhm. Los geht's. Hast du schon eine Vermutung, was sich da verbergen könnte? Mhm. Okay. Nur schön ist natürlich. So, schauen wir mal. So, mein Schatz. Was machst du jetzt denn schön? Setz dich mal hier rauf, auf dieses Ding. Ich brauche irgendwie so ein Stativ oder so. Sehr gut. Also das ist ja unser Kleiderschrank und du magst ihn ja sehr, aber jetzt werde ich einfach das machen. Und, ist schön? Mhm. Gefällt dir das? Mhm. Oder soll ich noch einen nehmen? Ah ja, komm, noch einen nehmen wir. Ja. Und ich würde sagen, jetzt räumst du wieder auf, oder? Wer das Chaos macht, muss es aufräumen. Ja gut, dann. Nein, du musst es jetzt aufräumen. Na, du freust dich doch. Komm, Bubu. So schlimm ist es doch gar nicht. Oder regst du dich etwa gerade auf? Findest du das gerade. Also regst du dich gerade auf? Findest du das gerade blöd? Ich reg mich nie auf. Aber schön ordentlich zusammenfalten. Und gefällt. Das ist hier schon leichte Aggressionssachen. Toll. Ganz toll. Macht mir so viel Spaß. Und Bubu, wie war's? Schön, ich wollte ja eh mal hier aufräumen. Ah, ja.
Immer das Positive sehen im Leben, ne? Ich hoffe so sehr, dass ich dich heute noch dass ich dich heute noch sauber machen kann. Ich hoffe dass so sehr, dass ich dich heute noch sauber machen kann. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Ich habe nicht so gute Beherrschung. Bock. Oh, den könnte ich mal wieder anziehen, ne? 5 Minuten alles zu machen, was ich möchte. Das wäre so gold. Ich schaff das. Wir haben jetzt gerade Mittag gegessen. Ich habe Buru ganz kurz eine Pause gegönnt. Aber ich habe mir jetzt die nächste Aufgabe überlegt, die ich ihr heute stellen werde. Und zwar... Ja! Juhu! Das will ich hören. Das ist die richtige Einstellung. Und zwar... Buru, setz dich mal kurz zu mir, bitte. Warte, kurz. Ja, kein Ding. Ich möchte jetzt, dass du wirklich so das hässlichste Doppelkinn machst und ich mache davon ein Foto und dann postest es auf deinem Account. Oh yeah! Ja, richtig toll. Also Buru, was macht das hässlichste Doppelkinn? Du machst das wirklich? Leute, das ist so Zeig's mir! Findest du es hässlich genug oder soll es vielleicht noch ein bisschen hässlicher sein? Sieht vielleicht noch süß aus, oder? Ich sehe immer süß aus. Das ist zu süß. Können wir es vielleicht nochmal machen? Also richtig, so richtig. Ja, so sehe ich halt aus. Nee. Nein, du musst so. Also welches nehmen wir? Nehmen wir das oder lieber das? Ich weiß es nicht. Ich habe deinen Account nicht auf meinem Handy. Ha, Scheiße. Nein, ich habe mein Handy. Oh nein. War das schon ein Aufreger? Also ist das schon so ein... Hast du dich aufgeregt? Leute, kommentiert bitte mal, ob das jetzt gerade gilt, dieses als dass sich Ina aufgeregt hat. Dieses, ob das gilt. Ob das gilt, dass sich Ina gerade aufgeregt hat und ob sie jetzt eine Bestrafung bekommen oder ob das jetzt noch nicht gilt. Aber ich habe mich nicht aufgeregt. Ich habe mich nur aufgeregt, dass ich mein Handy nicht versteckt habe. Ihr dürft das entscheiden. Ihr müsst entscheiden, ob Ina sich gerade aufgeregt hat. Vielleicht hast du ja Glück und das ist... Was passiert da? Nein, dann darf ich 5 Minuten alles mit dir machen, was ich möchte. Das ist ja das Video. Oh Gott. Oh yeah! Oh mein Gott, ich habe Angst. Es dürft ihr bestimmen. Aber jetzt erstmal die Aufgabe. Und zwar, wenn ich mich jetzt in Inas Account hier einloggen. Und da sind wirklich wunderschöne Bilder einmal von dir, so richtig ästhetische, richtig schöne. Und jetzt werde ich das sprengen. Aha. Als Caption schreibe ich. So. Ich habe jetzt deinen Text zugeschrieben. Ich habe geschrieben, damit sich die Leute nicht wundern, Nessie darf alles machen, was sie möchte. Ich darf mich nicht beschweren, das ist ihr Werk. Hashtag Nessie war hier. Damit auch Bubu nicht denkt, dass es keiner sieht, habe ich jetzt gerade vor 2 Minuten... das Bild in unserer Story gepostet. Ach, lustig. Geh ich mal ganz kurz dein Handy. Bitte. Danke. Erstmal strecken. Oh! Ist das schlimm für dich, dass dein Handy da mitten im Schnee liegt? Das ist kein Ding. Das ist kein Ding, ja? Du weißt schon, dass das Schnee schmilzt und dass es dann nass ist und das Handy vielleicht kaputt gehen könnte. Alles gut. Ja? Mhm. Es ist kein Ding für dich, ja? Dass das da draußen liegt. Ja. Komm, wollen wir was trinken? Nee. Du musst ja was. Yeah! Aber ich weiß, dass du richtig, richtig gerne Kaffee trinkst. Mhm. Ich find's einfach so lustig, dass dein Handy da einfach da draußen jetzt ist im Schnee. Trink ich jetzt einen Kaffee? Ja. Aber natürlich mit einer Spezialität. Ketchup. Und zwar habe ich mir überlegt, damit du isst immer so wenig Vitamine, dass ich jetzt eine Zitrone da reinmachen werde und du einen normalen Kaffee trinkst mit Zitrone. Mhm. Schau mir mal, wie es deinem Handy geht. Oh, ganz schön kalt hier. Oh, das ist ja ganz schön nass geworden. Hier, bitteschön. Danke. Noch ein bisschen Schnee da außen dran. Ja, ich möchte das so. Achso, okay. Gut, danke. Gerne. Endlich mal sauber. So, Schatz, dein Kaffee ist fertig. Oh, ich habe ein bisschen was voll gespritzt. Tut mir leid. Ist ja nicht schlimm, oder? So. Nee, ist kein Problem. Ich habe hier gespritzt und ich glaube, auf dem Boden da unten ist auch noch was. Ah ja. Aber ist ja kein Ding. Und ich habe dir deinen Special Kaffee gemacht. Gerne. Hast du Milch reingemacht? Ja, Milch habe ich reingemacht. Dein
So der Kaffee, wie du den immer trinkst. Halt nur, Milch, oder? Ja, nur mit einer Zitrone. Und? Yummy. Das ist auch schon echt sauer. Oh, sauer. Wir haben jetzt gerade Abendbrot gegessen und ich habe jetzt schon meine Schlafsachen an. Also ein kleiner Sprung. Und ich habe noch eine Aufgabe für Bubu heute und sie starrt mich gerade schon ein bisschen an. Entsetzt, als hätte sie schon gedacht, das Video wäre vorbei heute. Und ich habe eine Aufgabe noch für dich. Die machen wir jetzt gleich, wenn der Abendbrottisch abgeräumt ist. Und zwar, werden wir eine Maske machen zusammen. Oh, das ist schön. Oh, ja. Das wird nicht schön, ne? Aber du darfst dich nicht beschweren, du denkst dran. Aber wir machen eine schöne Gesichtsmaske gleich. Ich will mich nicht beschweren, aber du hast das falsch geknöpft. Ah, ich habe mein Hemd falsch geknöpft. Super, so soll es sein. Ich habe mein Haarband. Bubu hat auch ihr Haarband. Oh, und ein Pinsel, dankeschön. Ja, mein Haarfärbepinsel, weil, du den brauchst. Ich brauche den. Genau, danke dafür. Kannst du kurz halten, mein Schatz? Richtige Antwort. Was magst du eher für Farben? Beige oder dunkelbraun? Hm? Ich nehme dunkelbraun. Wenn du es einmal ich glaube, das ist der falsche Schrank. Oh yeah! Das zählt doch nicht als Meckern. Das zählt noch nicht doch, als... Also Norman ist schon richtiges Meckern. Nee. Ey, also ich werde jetzt dir eine Schokoladenmaske machen. Ja! Schokolade soll ja sehr, sehr gut sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt austesten und du wirst jetzt eine Maske mit Schoki bekommen. Das ist ja ekelhaft. Oh Gott. Das sieht aus wie was anderes. Ey, tut mir leid, wenn du morgen Pickel hast, okay? Ja, Mann, und was riecht lecker. Ja, richtig so eine... So ist toll, Bo. Kannst du mal mehr verteilen? Oh, oh Gott, sorry, ich hab's aufgekackt. Alles meckern. Oh yeah, geil, alles in meine Augen. Mach ein bisschen Shampoo rein. Oh Gott, du hast Schokolade an der Lippe. Was süß siehst du aus? Das ist so gemein. Komm, es ist fast fertig. Judy, das reicht. Sieht gut aus. Ich mache mir jetzt auch noch eine Maske, aber nicht die. Du riechst aber lecker. Ich finde auch, das riecht voll lecker. Kannst du vielleicht, warte mal, könntest du deine Hände waschen? Ah, ja. So, Bubu. Darf ich dich jetzt mal was fragen? Was war heute am schlimmsten für dich? Wenn jetzt ganz so objektiv betrachtet. Das? Sagst du mir, wenn das Video fertig ist? Sag, wenn es fertig ist. Sag, wenn es fertig ist. Bist du denn sauer jetzt? Mhm. Dann bist du jetzt fertig. Ich bin so ey, wirklich! Was? Irgendwann ist doch mal gut. Wie soll ich das denn wieder abbekommen? Weiß ich nicht. Du kannst es ja essen oder so. Du bist so gemein. Ich könnte heulen. Warum? Ich weiß, wie das abbekommen. Ich habe bestimmt Pickel bekommen. Ich kann wirklich heulen. Du warst so gemein. Das ist so eine Schokolade. Ey, Bubu. Und mein Handy. Ey, das war so gemein. Und das Bild. Das Video hat echt eine Menge Daumen hoch verdient, damit ich das auch machen kann. Also gebt dem Video einen Daumen hoch. Das ist so unfair, dass du jetzt weinst. Der Tag war echt anstrengend. Das ist so gemein, dass du mich jetzt so schlecht darstellen lässt. Das ist so mies. Das sind deine Fake-Tränen. Ich sehe das richtig. Das machst du mit Absicht. Oh, hallo. Leute, wenn ihr Lust habt, dass Ina das anscheinend auch mit mir macht, dann einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr auf meiner Seite seid, dann trotzdem Daumen nach oben. Wir haben euch aber mega doll lieb. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und das Video hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja? Aber der Tag, ja, hat's ja. Aber der Tag war echt ganz schön hart. Wirklich. Aber herzlich. Kuss. Tschüss. Ich meine für alles, wir haben euch riesig doll lieb.